Stecke deine Hand in die Toilette. Oh, bist du dumm? Was ist die Toilette, Alter? Stecke deine Hand. Nein, ich mache meine Hand nicht in Toilettenwasser. Stecke deine Hand. Hör auf! Hallo, Leute, willkommen zu einem Video. Mein Name ist Selina und wir dürfen heute einen Tag lang keine Hände waschen. Achso, meine Pickel. Jeremy, Gertrud, Fredert und Gerne möchten Hallo sagen. Okay. Ich gehörte bei dir jetzt am Geburtstag. Jetzt zweifle ich, ob ich noch hingehe. Also Leute, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ich stelle euch Aufgaben, ihr müsst sie durchführen. Und egal was es ist, ihr dürft keine Hände waschen. Was habt ihr gestern gemacht? Pizza gegessen. Ja. Pizza. Hey, wir haben nur eine gegessen, ich schwör's dir. Warum liegen da drei Schachteln? Ich kann's erklären. Einer hat zwei gegessen. Also, ich habe vorgestern eine gegessen. Nein, sie hat beide gestern gegessen. Lass mich in Ruhe! Ich hab und warum behältst du dann Pizzakarton? Ja, weil in einer ist noch Pizza drin. In zwei ist noch Pizza. Halt, deine Mama ist noch Pizza drin. Nein! Alina! Nein, das ist mein. Das ist mein. Okay. Oh, sie ist bittersüchtig. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, sie muss zur Therapie, nicht mehr ich. Ah, oder ich beide zusammen. Ja! Ja! Therapie! Vielleicht kriegt man Rabatt? Nö. Okay, Inga, stell uns die erste Aufgabe. Ihr stellt euch die Aufgaben gegenseitig. Okay, also man darf die Aufgabe auch nicht zweimal stellen, oder? Tu auf deine komplette rote Handfläche Make-up drauf. Achso, und oben drauf noch Puder. Das ist auch richtig hält. Du musst ja baken. Hopp, hopp, geh, geh. Dir ist klar, du darfst die Hände nicht waschen. Jetzt mal tust du, als wäre das Handcreme. Reicht das? Das reicht doch, ne? Ja, wie viel machst du Handcreme immer? Zeig mal. Aber dieser Unterschied. Oh, nein! Das war aus Versehen zu viel. Oh nein, mein rotes Oberteil. Das war kurz ein Unterschied. Hey, ich geb's so jetzt machen. Das ist aber mit zu tun. Eigentlich wollte ich, dass du eine Hand einkrebst, aber passt. Jetzt Puder. Ja, okay, reicht. Ich sag uns reicht. Ja, jetzt verteilen, oder? Ja, jetzt musst du eincremen. Das ist ein ekelhaftes Gefühl. Das ist voll geil. Ha, auf der Seite auch noch. Das, oh, das ist so trocken. Du bist jetzt so herzlich und gibst mir einen Handgruß. Das ist nichts. Eins, zwei. Mit der anderen Hand natürlich auch. Nein, aber halt doch, mit der anderen Hand auch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja gut, du hast deine Aufgabe schon verballert, ne? Ja, jetzt bist du wieder dran. Ja gut. Ey, stecke deine Hand in die Toilette. Oh, bist du dumm? Was ist die Toilette, Alter? Stecke deine Hand. Nein, ich mache meine Hand nicht in Toilettenwasser. Stecke deine Hand. Hör auf! Ah, aber du musst schon Wasser berühren. Hopp, hopp! Ich liebe das Wort hopp, hopp. Aber den noch? Zur Sicherheit spült man. Mann! Oh mein Gott, gib euch den Farbunterschied! Das soll ich mir selbst brennen und ohne selbst freuen. Noch nicht, Buch, das ist nur Schaum. Das ist doch immer nur Schaum. Das ist noch immer nur Schaum. Das ist nur was? Schaum. Das ist nur Schaum. Schaum. Hey. Mama! Leute, schreibt mir immer, ob man von Toilettenwasser Krankheiten kriegen kann. Wenn ja, dann schreibt mir bitte und schlägt mir Behandlungsvorschläge für die Krankheit. Du hast jetzt die Ehre, meine Hand zu küssen. Oh Gott! Inga, das ist schon eklig! Okay, okay, warte. Also sag mir 10 Sekunden. Okay, gut. Nein! Nein, nein, nein! Ich Hand, du hast Hand gesagt, auch ganz spät. Okay, ganz aber eben. Das waren keine 10 Sekunden, aber ich hab mich. Ich hab sogar nur 5 Sekunden gemacht. Möchtest du jetzt auch deine Hand reintun, oder? Gut, Eck. Ja? Hey, Alina macht ja so leichte Aufgaben. Leicht! Leicht! Alina. Okay, ey, wenn ich Herpes bekomme, stell dich so vor. Ich hab dir extra die Hand gekriegt, wo kein Link ich war. Ich hab Herpescreme, ich geb dir weg. Guck mal, warte, man sieht genau, wo das Wasser war und wo nicht. Zeig mal die Kamera. Hier war das Wasser bis hier und ich habe hier geküsst. Nein, hast du nicht. Hier. Ich weiß, wo du geküsst hast. Eck, du liebst ja Mama so, so sehr, oder?
Oh nee. Hä? Erzähl weiter. Du musst mit deinen Händen jetzt hier in, sagen wir, Nutella fassen. Ah nee, ist doch voll eklig. Wir essen die Nutella doch noch. Ja, nee, ich mach extra raus. Und dann schreibst du hier I love Mami. Sie wird mich töten. Sie wird mich töten. Komm, komm. Ich hol dir Nutella für dich raus. Zena, das war mein letztes Video. Leute, danke für den Support. Das war mein letztes Video, aber meine Mutter wird mich töten. Danke, Selina. War das der Toilettenfinger? Nein, das ist der Toilettenfinger. Ich bin keine Linkshänderin, aber egal. Hey, was soll ich schreiben? I love Mommy. Oh Gott, das wird mich so umbringen. Also, es war okay zu leben. Es ging. Es ging schon. I love. Mir ging das Teller auf. Hey! Meine Toilettenhand ist so ekelhaft und nass, also. Keine Sorge, Wasser zieht sich irgendwie ein. In deine Haut. Oh, ich hoffe, man kann davon keine Krankheit kriegen. Mann, das hört doch auf. Ey, komm, eine richtig Baba-Idee. Du fährst meine Hände an, aber ganz fest, so dass du irgendwas auf deinen Händen auch drauf hast. Und machst dann diese Reste von meinen Händen auf dein Oberteil. Alter, mein Oberteil ist weiß. Ja. Deswegen sagt, ich und meine beste Freundin haben dasselbe T-Shirt gekauft. Wenn das dreckig wird, das hat eine sehr, sehr große Bedeutung für mich. Ich bringe dich um. Du darfst nicht drücken. Deine Hände sind weich. Was für eine Hände? Ist das dreckig? Ja. Ich habe gehört, du willst meine Füße massieren. Hä, was hat das mit Händen zu tun? Sehr, sehr viel. Lass deine Luft an, Digga. Mach die nein! Nein! Ich mach das weg! Zehenspitze, was ist hier? Warum mach ich das? Ich will. Also du hast doch immer. Zur Beruhigung, ihr seid verwandt. Oh! Oh! Hey! Fußspitze. Selina? Ja? Du machst jetzt deine Hände so, wie so eine Schüssel und ich werde reinspucken und du verteilst es! Ey, das ist echt! Achso, aber deine ekelhaften Füße zu anfassen und so, gar nicht! Und du verteilst dann... Nachher? Spuck rein. Ich hab schon perfekt die nächste Aufgabe. Spuck rein. Ah! Was? Nein! Okay, oh fuck, mein Bauch! Okay, Egg, jetzt auf den Kopf! Ich darf jetzt mit deiner Spucke an deine Zahnbürste. Nein, Zähne, oh Gott, nein, nicht mit den Kotzen! Ja, guck mal, wie das aus! Boah, wie riecht das denn? Das ist so eklig! Der dreckige Kotz, Alter! Ich kann darauf nicht klar, dass die krank gekotzt hat wegen meiner Schmuck! Das war so eklig, ich schwör, das ist so eklig! Die Kotze! Das ist echt wie ein Wasserfall! Ding ist, wenn ich was auf deine Hände tue, habe ich Angst, dass du sagst, fass meine Hände an oder so. Deswegen ist es sehr gefährlich. Du siehst hier diesen Foundation-Stick, der eh schlecht war. Der war sehr gut, aber war schlecht. War der gut? Ja. Oh, warte. Wie weit ist der? Und sowas wie du. Zeig. Nein, wir nehmen was anderes. Der lag auf dem Mund mit deinen Haaren, Alter, das ist echt eklig. Du zerquetschst diesen Lipbalm, du zerquetscht diesen Lip Lavello Dingser Bumster und verteilst ihn in deinen Händen wie in der Handcreme. Siehst du das Egg? Siehst du gleich auch auf deinen Händen? Hey, das ist gar nicht so schlimm. Rote Hände. Also wie bei Lina. Ja. Du hast gerade mich geplayt, jetzt play ich dich zurück. Was wolltest du gerade eben nicht benutzen? Nein, was wolltest du gerade eben hin? Foundation. Gut, die schmeißt du jetzt auf deine Hand. Wie, die schmeißt du auf deine Hand? Ja, jetzt benutze ich ja Zahncreme. Und danach gibst du mir einen heftigen Händedruck. Ich habe dir gerade gesagt, ich will die für Arbeit benutzen, weil die so weiß ist wie ich. Das ist mega. Dann nehme ich eine andere Foundation. Nein, diese Foundation.
Nee, schon so viel wie ich. Schön. Das ist echt krass weiß. Echt jetzt schön. Das bist du. Oh Mann, meine Foundation. Oh mein Gott, Leute, das ist meine Hautfarbe übrigens. Oh mein Gott. Ich will meine Brille nicht anfassen, bitte kurz. Lass mein. Ich muss, wenn ich fertig bin, wieder Challenge. Ein paar Sachen desinfizieren. Sina, ich hab nur einen. Hey, gib mir einen Händedruck. Gib mir einen heftigen Händedruck. Oh. Nein, du musst richtig einmassieren. Das ist richtig einmassiert. Und jetzt nochmal einmassieren. Die sieht so krank aus. Du musst für 3 Sekunden in die Biotonne reinfassen. Gut, das ist noch ein schlimmeres Möglichkeit als die Biotonne. Da sind Haare drinnen. 3. Richtig? Nein, nicht was Nasses. Ja, aber das ist ja meistens ja nur Essen und so. Ich hab auch das wieder kurz. Ich wieder spucken in deine Hände. 3, 2, 1. Das ist irgendwas Nasses. Nein. Kurz nicht wieder. Glasreinigung auf deine Hände machen. Ich wollte das gesund. Nein, ich wollte im Chlor sagen, aber es ist zu krass. Ja. Können meine Hände ätzen? Nein. Sicher? Ja. Kann ich einen Aufschlag kriegen? Ja, habe ich auch schon mal bekommen. Ja, was machst du jetzt? Komm, mach Glasreinigung jetzt. Hör auf mit dem Ding. Okay. Okay. Du musst die Hände wegätzen, die ist das. Da steht da was bei Vorsichtsmaßnahmen. Ja, das ist Vorsicht, kommst du hier nicht zu nah. Warte, da steht doch irgendwie so Vorsicht bei Berührungen mit Haut, im Film zum Arzt zu gehen oder irgendwie sowas. Da steht, nee. Oh Gott. Ich war mir gerade. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Leute, ich habe Glasreiniger in meinen Händen. Ja, ich und ich hoffe, ich kriege keinen Aufschlag oder sonst was. Ansonsten, Sina, ich hole die vom Geburtstag ab und wir gehen zusammen ins Krankenhaus. Ja? Woo! Selina, du nimmst jetzt Spülmittel in deine Hände und tust ganz viel drauf, verteilst alles sehr gut. Und du darfst es aber nicht abwaschen. Perfekt, ey, ich habe die sehr kleine Strafe für dich. Und die wird dich auseinandernehmen, Bro. Gut einreiben, sagst du. Oh geil, jetzt ganz pinkel geht ab, danke. Dann muss ich später nicht extra duschen gehen, deswegen. Und jetzt? Jetzt mach auf ja, nein, du hast halt gut einreiben. Meine Haut sieht so. Ja, aber ja du weißt schon, umso mehr du jetzt einreibst. Das juckt, by the way, jetzt schon. Meine Hand juckt auf Hunger. Sister Girls. Im nächsten Video, warum wir im Krankenhaus sind. Jetzt auf deine Hose. Mit beiden Seiten. Okay. Okay, macht mir Angst. Komm, arm mich, ey. Nein. Meine Lieblings. So, Leute, das war's mit dem Video. Also, Alina hat keinen Unterschied. Nur ihre Nägel sind noch mehr sehr, sehr lang. Und bei mir ist meine Nagelhaut hier einfach pink geworden. Also, die Leute werden denken, ich bin krank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.